Hallöle, ihr Lieben. Ja, lang, lang ist's her. Es liegt natürlich nicht nur am Modem, sondern auch daran, dass ich aktuell gar nicht weiß, was ich euch hier jetzt gerade alles zeigen soll. Also, was die Gebäude angeht, hat sich nicht jetzt so überkrass viel geändert, ne? Weiß gar nicht, ob man das heute noch so sagt. Ist aber egal, ich bin alt, ich stehe dazu. Ich habe mittlerweile mein Rathaus auf Stufe 6. Möchte es natürlich noch auf 7 ausbauen, das wäre die höchste Stufe, aber ja, Rohstoffe. Und ansonsten, man kann es sehen, ich habe mir eine Wassermühle gekauft, eine verbesserte Wassermühle. Und die gab es hier im Gildenshop. Hier. Die habe ich mir kaufen können. Ich habe dafür diese Gildenmünzen handeln können. Denn ja, der Nachteil natürlich, wenn man in so einer Gilde komplett alleine ist oder ich glaube unter 5 oder so Mitgliedern, gibt es, glaube ich, keine Gildenquests. Dementsprechend muss ich mir die Münzen irgendwie anders reinholen. Ich habe hier so ganz nebenbei, ist jetzt nicht so meine Priorität, angefangen halt hier auch mal langsam ein bisschen aufzustufen. Wenigstens schon mal so nach und nach auf Stufe 4. Hier sind wir auch fast am Ende. Noch ein Tag und 5 Stunden und wir haben hier das Ende der Ausbaustufen erreicht. Dann lohnt es sich auch, die komplett laufen zu lassen, auch mit Regenbogenschnee natürlich, denn Edelholzbretter braucht man natürlich noch eine ganze Weile. Wir haben noch einige Gebäude hier und da kommen ja auch noch unendlich viele, die wir nach und nach ausbauen müssen und dementsprechend brauchen wir dann natürlich auch eine Menge Edelholz für. Granit auch, aber das kriegt man immer noch ganz gut reingehandelt durch Stahl, 500 Stahl. Da bekomme ich, also diese Barren, ne, da bekomme ich dann halt immer noch diese 2500 Granit für. Vielleicht würde es auch mehr sein, aber so funktioniert es halt gut und dauert nicht ewig lang. Hier oben hat sich ein bisschen was verändert, wie man sehen kann. Ich habe die Münzprägerei jetzt auf Stufe 7, schon ein paar Tage lang. Eine Goldschmelze haben wir auf 6, die andere stuft gerade auf 7, somit wäre das hier dann auch erledigt. Brauchen wir noch die und ich habe noch eine Münzpräge ja, aufgestellt, gebaut, bin dabei, sie auszubauen und habe mir noch ein Lebkuchenlager einhandeln können. Ich bin mir nicht so sicher, sieht man das noch? Ich glaube für 40.000 Erze. Ich, nee, man sieht das gar nicht mehr, ne? Nee, ich meine 40.000 Kupfererze. Und ja, passt natürlich ganz gut, verkürzt hier die Laufwege. Wir haben ja hier eine sehr, sehr lange Produktionszeit. Dementsprechend ist das ganz gut, wenn man da nicht mehr so einen langen Laufweg hat. Ist jetzt nicht so, das Ergebnis ist jetzt nicht so überkrass besser, aber naja, jede Sekunde zählt. Ne? Hier hat sich noch nicht viel getan. Ich habe die immer noch als Platzhalter drin. Ist auch ganz praktisch. Wir haben jetzt mittlerweile schon eine ganz gute Kapazität erreicht von 277.500. Ich denke, für Stufe 40 ist das gar nicht so übel. Könnte natürlich besser sein. Es kann immer besser sein. Ja, ansonsten, hier haben wir ein bisschen ausgebaut. Ne? Wird jetzt natürlich immer teurer. Man sieht es, ne? Wie viel Bretter man braucht. Und auch hier muss man sagen, ich weiß gar nicht, ob man sagt, doch. Man sieht es, die Produktionszeit ist natürlich hier auch sehr, sehr lang. Von dem her ist es da immer ganz gut, so das Maximum rauszuholen, wenn man eh schon so lange warten muss. Ne? Sonst macht es halt auch nicht wirklich viel Sinn. Hier haben wir auch ein bisschen ausgebaut. Ist natürlich noch ein langer, steiniger Weg, um diese Gebäude hier auch auf 7 zu stufen und alles, was jetzt dann kommt. Weil je höher das Level, desto teurer die Gebäude. Ansonsten, ja, hier haben wir natürlich immer noch nichts. Ne? Also ich habe noch super viel freie Baufläche. Theoretisch auch eine Menge freie Baugenehmigungen, die ich einfach nur verwendet habe, um halt mehr Platz im Lager zu schaffen und mehr Siedler. Wichtig. Ne? Ich habe nicht wirklich noch Abenteuer gespielt, was aber nicht zwingend nur daran liegt, dass ich keine Lust hatte. Also ich spiele nicht gerne diese Abenteuer. Ich, keine Ahnung, vielleicht kommt das noch. Es liegt aber hauptsächlich wirklich daran, das habe ich beim letzten Mal erwähnt, vor gefühlt 600 Jahren, dass ich ja, mich mehr oder weniger erstmal vorbereite auf das nächste Event. Und das ist ja dieses Halloween-Event und da kann man, zumindest aus der Erfahrung heraus, damals war es so, eine ganze Menge kaufen. Und diese Kürbisse, das ist da eine Währung, die kann man durch Abenteuer spielen. Wenn ich jetzt also anfangen würde, alle Abenteuer durchzuspielen, die ich aktuell spielen könnte, mehr oder weniger gut, dann hätte ich zu dem Zeitpunkt nichts. Man müsste mir wieder alles neu reinhandeln. Und während eines Events Dinge zu handeln, die man wirklich braucht,
Ist ganz, ganz schlimm, weil die meisten Leute da so fixiert drauf sind, aus einem einzigen Kürbis das Maximum rauszuholen. Und ihr werdet das dann auch sehen. Ich werde es euch zeigen, wie der Handel dann abläuft. Ich meine, zum Teil profitiere ich dann natürlich auch davon, wenn man dann für einen Kürbis einfach mal 100.000 Kohle oder sowas bekommt, ne? Aber es ist halt wirklich übertrieben. Deswegen sollte man, das kann ich halt nur jedem empfehlen, wenn man weiß, dass so ein Event bevorsteht und man ist noch nicht so hoch vom Level her, man hat noch nicht diese Produktionsfähigkeit wie jetzt jemand auf Stufe 80, von mir ist auch schon 70, sollte man schon wirklich vorsorgen. Also ist immer gut, wenn man levelt, natürlich, du schaltest neue Gebäude frei, du kommst an andere Rohstoffe unter Umständen, kannst Dinge selbst produzieren, aber auf der anderen Seite ist es halt auch wieder so ein bisschen kritischer, weil dir dann nachher einfach die Abenteuer ausgehen und die musst du dir dann kaufen, unter Umständen im Handel und dann bist du wieder arm. Also sorgt lieber vor, spart, was ihr habt, ist nur meine Empfehlung, muss sich keiner dran halten. In dem Spiel geht es nicht zwingend darum, möglichst schnell dieses Max-Level zu erreichen, sondern halt wirklich wirtschaftlich klarzukommen. So, aktuell, man sieht es, ich hatte hier auch ein bisschen Glück. Ich glaube 115.000 Kupfererze. Ich hatte am Anfang noch gewartet, ob derjenige, der das quasi getauscht hat, sich vertan hat. Ne, ich weiß nicht, ein paar Stunden habe ich sicher gewartet. Es kam aber auch keine Nachricht, irgendwas von wegen, oh, ich habe mich verguckt, ich wollte eigentlich was anderes machen. Schien mir also legitim, also habe ich es auch aufgebaut. Das verbesserte Getreidesilo ist, wenn ich es richtig gesehen habe, das Beste seiner Art. Hier sehen wir einmal das normale Getreidesilo. Das ist natürlich, es ist nicht so gut. Ne? Deswegen, das baue ich auch nicht weiter aus. Das bleibt erstmal auf 3. Vielleicht irgendwann, wenn alles andere nicht mehr hinhaut, mache ich es auch auf 4. Aber bei 2 Getreidesilos spielt es auch keine Rolle, ob das auf 4 ist. Das wird trotzdem nicht reichen. Aber ja, nur immerhin, eins ist besser als keins, positiv denken. Ich habe aktuell immer so den Versuch drin, noch ein zweites zu bekommen, erstmal für Goldmünzen. Hier. Nur das steigt natürlich jeden Tag, weil ich produziere ja auch Goldmünzen. Ich handle auch immer noch Goldmünzen ein durch diese Sammelobjekte. Je 50 Sammelobjekte für 2000 Gold. Auch da könnte ich vielleicht unter Umständen mehr rausholen. Brauche ich aber nicht. Mir reicht das so. Und wie gesagt, ich lege mehr Wert auf sichere Handel. Die Leute, also es sind in der Regel die gleichen, die bei mir irgendwas holen. Man sieht es hier. Die kennen das bei mir, die wissen das mittlerweile und man sieht es hier, dass ich in der Regel eigentlich auch immer dieselben Käufer habe. Die kennen das. Ne? Die wissen auch, dass ich zu bestimmten Uhrzeiten einstelle und zu bestimmten Uhrzeiten wieder nicht. Das merkt man einfach daran. Also ich habe keinen direkten Kontakt zu den Leuten, ne? Aber sobald ich was einstelle, entweder früh morgens, gerade, ne, je nachdem, was die Leute kaufen wollen, oft sind es diese Sammelobjekte für die Münzen, aber die sind sofort weg. Also es ist wirklich so, als würden sie dann halt sagen, oh, warte mal, die stellt sonst immer um diese Zeit ein. Also gucke ich jetzt auch nach. Ganz witzig, muss nicht so sein. Aber es kommt mir halt wirklich so vor. Ansonsten, ja, wir haben unsere verbesserte Bäckerei, ne, die keinen Baulistenplatz, Baugenehmigung braucht. Die haben wir auch schon auf 7, das absolute Maximum. Hier stockt es noch ein bisschen, liegt aber eben daran, dass ich die Rohstoffe ja noch nicht selber herstellen kann oder ja, die Abenteuer dafür auch noch nicht spielen kann. Da brauche ich einfach höherwertige Soldaten für und dementsprechend zieht sich das immer so ein bisschen. Meine Priorität liegt ja immer noch hier oben. Wenn ich das dann erledigt habe, dann kann ich natürlich auch alle anderen ein bisschen ausbauen. Hier habe ich auch auf 5 gebracht. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es da mittlerweile auch schon eins gibt ohne Baugenehmigung, aber ich habe es einfach mal gemacht. Ne? Hierfür gibt es dann natürlich, man sieht es, hier ist mein verbesserter Bauernhof. Das hier lohnt sich also nicht weiter auszubauen, sondern nach und nach zu ersetzen. Die Mühle, wie gesagt, wenn ich die auf 7 habe, werde ich natürlich hier auch eine wegnehmen und dann natürlich auch noch versuchen, eine zweite zu kriegen. Sonst haut das hiermit nicht hin. Ich hatte zwischenzeitlich das Problem, dass Mehl nicht ausgereicht hat. Daher habe ich die natürlich auch laufen lassen, buff die mit. Was bringt das auch, wenn ich die eh nicht weiter ausbauen kann und die steht dann einfach schlafend da, dann kann sie auch arbeiten. Für die Dinger gibt es Kloster und ich glaube mittlerweile noch was Besseres. Müsste man auch nochmal schauen. Die brauchen dann auch keine Baugenehmigung, sind auch deutlich effektiver. Also auch da lohnt es nicht. Die Fischerhütten gibt es natürlich auch ohne Baugenehmigung. Es hat sich allerdings sonst auch nicht wirklich viel getan. Hier habe ich noch ein bisschen. Ne? Das ist ja auch so eins von den Gebäuden, das es nicht besser gibt. Und auch da habe ich dann zwischenzeitlich mal ein bisschen investiert, damit es schon mal auf 6 ist, eine Stufe noch, dann haben wir das auch erledigt. Ja, das war so im Schnellverfahren, ja, könnte man so sagen, im Schnellverfahren das, was sich jetzt so ergeben hat in der Zeit.
Ja, wie gesagt, es ist halt nicht so super viel passiert. Ich spiele trotzdem regelmäßig, ich habe es trotzdem morgens laufen vor der Arbeit, ich habe es trotzdem nachmittags laufen nach der Arbeit. Ich gucke immer wieder, ne, immer schön weiterhandeln. Sieht man auch ganz gut daran. Sekunde, wo haben wir es? Jetzt müssen wir einmal hier überall durch. Hier. Es sieht jetzt gerade nicht so wild aus. Tatsächlich ist meine Lagerkapazität aber komplett aufgefüllt. Also gerade was das Holz angeht hier, ne, man sieht es, ich hätte jetzt theoretisch gesehen noch 190.000 Stämme mehr. Das Lager ist voll. Ich versuche jetzt da noch ein bisschen Gleichmäßigkeit reinzubringen, dass ich beide Seiten voll habe. Dann brauche ich da erstmal gar nichts mehr handeln, bis ich dann halt eine deutlich höhere Lagerkapazität habe. Was die Bohnen angeht, beziehungsweise auch hier die magische Bohnenstange, läuft auch mega gut. Man sieht es auch hier. Ne? Ich bin bei über 100.000 Bohnen, die ich jetzt natürlich erstmal wieder umwandeln werde. Denn es gab ja für die Stangen auch schon für mich, meine ich. Boah, müssen wir jetzt nochmal hier, da. Gab es ja auch noch Gebäude, die ich kaufen könnte. Die haben wir schon gekauft, aber hier das Übungsgelände, das wäre dann halt die Alternative für unsere Kaserne. Auch ohne Baugenehmigung lohnt sich, meine Meinung. Und der Abenteuerbuchbinder, das wäre dann der zweite, den ich holen könnte. Somit beschleunigt sich das Ganze dann in der Produktion. Da ist es ja ein bisschen anders, ne? Da kannst du nichts aufstufen. Da geht es wirklich darum, je mehr Gebäude du davon hast, desto schneller produziert das Ganze. Ist also auch eine Investition wert. Hier mit den Obsidianerz habe ich noch gar nicht angefangen. Ich möchte halt auch nicht so 100.000 verschiedene Handel einstellen. Man muss ja auch immer so ein bisschen dabei bleiben. Wäre mir auf Dauer zu viel aktuell, also bleibe ich bei dem, was ich kenne, bis halt die jeweilige Lagerkapazität erfüllt ist und ich das dann quasi gegen was anderes austauschen kann und dann mit was Neuem anfangen kann. Ist halt relativ übersichtlich, muss man nicht so machen. Definitiv nicht, es geht immer anders, ne? Es gibt immer Alternativen, so wie man sich wohlfühlt. Ja, die habe ich mir so erhandelt, ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt Münzen waren. Ich glaube für 10 oder 15.000 Münzen, zumindest zwei davon, war jetzt nicht die Welt. Auch das sind so die kleinsten Gebäude, aber ohne Baugenehmigung. Und man muss halt nichts erneuern, die sind unendlich aufgefüllt. Das heißt, die werden nicht leer oder stürzen dann zusammen. Spart halt ein bisschen Zeit und auch Nerven, wenn dann die Bohnen leer laufen, muss man die immer wieder neu ersetzen. Ist ein bisschen nervig. Und Wasser braucht man halt, ne? Auch hier gucke ich natürlich, dass ich die Lagerkapazität relativ gut ausfüllen kann. Es ist wichtig, halt so viel wie möglich im Lager zu haben. Klingt immer so ein bisschen blöd, ne? Wie so ein kleiner Hamster. Ist aber tatsächlich in so einem wirtschaftlichen Bereich absolut von Vorteil, ne? Versucht so viel wie möglich, so früh wie möglich zu handeln. Testet euch dann immer ein bisschen aus, ne? Versucht, wenn ihr seht, ein Handel geht super schnell weg, hebt den Preis ein bisschen an. Bedeutet im Prinzip, ihr seid immer noch günstiger als andere oder habt vielleicht sogar eine Monopolstellung in dem Bereich. Könnt das so ein bisschen ausnutzen. Übertreibt es nicht, dann dauert es auch wieder viel länger und eventuell andere Spieler, die nicht so viel Erfahrung haben, kommen dann vielleicht an den Punkt, die kaufen das, merken dann aber, dass ihnen andere Rohstoffe fehlen und kann dazu führen, dass ihr dafür sorgt, dass andere Spieler vielleicht gar keinen Bock mehr haben zu spielen, weil ihnen alles so unendlich teuer vorkommt. Nun kann ich auch nur den größeren Spielern empfehlen. Man kann immer mehr rausholen. Ne? Je höher dein Level ist, desto mehr Möglichkeiten hast du. Aber versucht auch immer so ein bisschen an euer Gegenüber zu denken, wie das Ganze wirkt und so. Es ist gut, wie gesagt, wenn das Lager voll ist, wenn du gute Handel machst, gerade was Gebäude angeht. Aber nichtsdestotrotz leben und leben lassen. Ne? Ja, hier war ich ganz tapfer. Ach, ganz kurz, damit ich das auch machen kann. Letzte Woche Montag war das. Ja, bis Dienstag konnten wir nicht spielen. Das Spiel war mal wieder down, wie des Öfteren jetzt am Wochenende auch oder zum Wochenende hin. Und wir haben eine Entschädigung bekommen. Allerdings nur für die letzte Woche. Wir haben auch wieder hier diesen tollen Buff bekommen, den ich immer noch nicht einsetzen konnte. Ich habe ja noch so einen. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Auf jeden Fall kann ich das jetzt auch endlich annehmen. Ich wollte das unbedingt aufbewahren, um zu zeigen, dass man sich hier in diesem Spiel schon dafür entschuldigt, auf eine gewisse Art und Weise, dass man eben, ja, diverse Ausfälle hat. Ich finde es nicht so dramatisch, aber für Leute, die Geld investieren, kann das unter Umständen schon teuer werden. Ne? Wenn so ein Spiel mal 24 Stunden oder 48 Stunden nicht funktioniert, du hast Geld investiert, hast vielleicht spezielle Buffs dafür gekauft, die dann einfach ins Leere laufen, weil einfach zum Beispiel keine Minen mehr existieren, sind alle leer. Du kannst keine neuen suchen, du kommst nicht rein und. Naja, auch immer meine Empfehlung, kauft einfach nichts. Und wenn ihr doch mal der Meinung seid, ihr müsst euch was kaufen, hier Diamanten erstmal und dann dafür Gebäude,
Achtet drauf, also kauft euch keine Buffs, kauft euch nichts, was auslaufen kann oder so. Wenn ihr der Meinung seid, ihr müsst Diamanten kaufen, dann kauft euch mit diesen Diamanten tatsächlich eher sowas wie diese Diamantminen, allgemein eben diese verbesserten Gebäude, von denen ihr wisst, das ist schon die höchste Stufe dieser Gebäudeart. Ne, kauft nicht diese Zwischendinger oder hier sowas, so ein Getreidesilo. Lohnt sich einfach nicht. Ihr kriegt die Gebäude nachher auch nicht wieder weg. Und egal wie günstig ihr die, ihr müsstet die quasi, ich weiß nicht, wenn ich Glück habe, kriege ich das raus, was ich dafür bezahlt habe. Ich glaube, das waren in dem Fall auch 10.000 Goldmünzen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Glaube ich aber nicht. Weil es eben die schlechteste Art und Weise ist. In der Regel geben viele Gildenmitglieder untereinander diese Gebäude an die Kleinen ab. Weil man da auch nicht wirklich was bekommt für. Ne? Man will dann sowas hier haben. Dementsprechend kauft man sowas nicht mehr. Der Vorteil für mich ist natürlich dann in dem Fall, wenn ich so ein Gebäude haben will, muss ich nicht viel dafür bieten. Der ein oder andere sagt sich dann alles klar, ich habe es jetzt schon seit, keine Ahnung, 4 Jahren bei mir im Stern, da kriege ich wenigstens noch was für, dann gebe ich das Gebäude ab. Ansonsten macht es halt nicht viel Sinn. Ja, gut, ich habe wie gesagt ein bisschen gehortet. Ne? Ich habe hier ganz fleißig, ich habe gar nichts aufgemacht, ich habe nur eingesammelt, ne? Alle 24 Stunden. Gucken, was sich dann jetzt ergibt. Ich denke mal, da wird jetzt auch nicht wirklich was. Das finde ich so nervig, ne? Man muss immer den Stern nochmal anklicken, anstatt einfach da drin zu bleiben und weiterzuklicken. Oder halt, ne, ich meine, nach all der Zeit, die es dieses Spiel gibt, hätte man auch hier so einen Balken einführen können, den man dann zieht und damit alle gleichzeitig geöffnet werden. Macht man nicht. Ich verstehe es nicht. Ich muss jedes einzelne anklicken. Okay, das ist Meckern auf hohem Niveau natürlich, aber ganz ehrlich, es ist schon ein bisschen lästig, oder? Ein bisschen, ich finde. Ach, das ist mal gut. Ne, der Kodex ist super. Er ist also wirklich, wirklich gut. Ich muss gleich alles noch in den Stern packen, weil es nicht automatisch in den Stern geht. Mega, oder? Hier, dieser Kleister ist auch gut. Da können wir unsere Bücherproduktion am Wochenende ein bisschen beschleunigen. Nächste Woche habe ich Urlaub. Bedeutet, dass ich vielleicht auch ein bisschen aktiver dann wieder auf YouTube bin, vielleicht auch wieder andere Spiele vorstelle. Oder ich habe ja dieses Age of Mythology, habe ich in dem Sinne noch gar nicht ganz durch. Also die einzelnen, oh Gott, wie nennt man das jetzt? Kennt ihr das? Ne, wenn man so dieses frühe Stadium von Alzheimer oder so hat, weil da bestimmte Worte einfach nicht mehr einfallen. Ich bin da ganz schlimm drin. Und ich bin dann auch so diese, man sagt es ja ein Klischee-Denken, diese typische Frau, die dann sagt Dingsbums. Ne? Dingsbums. Die Dingsbums habe ich ja durch, allerdings die freien Spiele noch nicht. Und ich möchte so ein Spiel ja gerne komplett zeigen. Auch wenn die Maps im Prinzip, also diese einzelnen Solospiele, die man gegen den PC an sich spielt, nicht so super aufregend sind, weil ja, teilweise unterscheidet sich da wirklich nur die Struktur der Karte, also der Aufbau, ne? Die Form der Insel, auf der man spielt, wie auch immer. Trotzdem finde ich, gehört es zu einem Spiel und man kann das ruhig zeigen. Und mir persönlich macht das auch Spaß. Ne? Ich habe mir allerdings vorgenommen, ich hatte die am Anfang diese freien Karten immer auf normal oder schwierig gestellt. Ist aber eigentlich Quatsch. Es geht ja nur darum, die Karten vorzustellen. Also kann ich die auch auf einfach spielen. Das geht deutlich schneller, habe ich gemerkt. Also deutlich schneller. Dementsprechend werde ich mich wahrscheinlich dann darauf beschränken. So, wir haben alles weg. Endlich. So, jetzt müssen wir den ganzen Krempel ins Rathaus packen. Auch sehr, sehr lästig. Auch das hätte man frühzeitig ändern können, weil es einfach keinen Sinn macht. Also man weiß ja, dass die Sachen hier so im Stern gar nichts bringen. Dementsprechend hätte man das auch ruhig so einrichten können, dass die direkt im Rathaus verschwinden. Ich weiß nicht, welchen Nutzen man davon hat, wenn man Geschenke etc. pp. In den Stern lagert. Also selbst wenn du ein Abenteuer hast oder irgendwas, ich weiß nicht, öffnest, irgendwas anderes hast, kannst du ja auswählen zwischen in den Stern und ins Lager. Ich habe nur keine Ahnung davon, was es mir bringen soll, wenn diese Gegenstände, die ich benutzen muss, hier im Stern hängen. Keine Ahnung, es macht nur zusätzlich Arbeit in Anführungsstrichen, natürlich keine Arbeit, ne? Ein Klick. Aber es ist halt, ich verstehe den Sinn davon einfach nicht, dass ergibt für mich nicht wirklich viel Sinn. Okay, guck mal, wir haben sogar Goldauffüller bekommen. Ich glaube, wir haben aber immer noch nur eine Goldmine. Komm, wir packen die da einfach rein. So. Ja, gut. Ja, dadurch, dass ich die ganze Zeit über keine Abenteuer jetzt gespielt habe, also wirklich gar nicht,
habe ich natürlich eine Überproduktion von Siedlern. Da muss man halt immer ein bisschen aufpassen, denn wenn ich jetzt 2165 hier stehen hätte, würden keine produziert werden. Jetzt gibt es ja diese super tolle Erfindung hier. Das heißt, ich kann immer 10 Siedler, das wäre schon krass, dann wäre der Server hier leer. Ich kann immer 10 Siedler umwandeln in Goldmünzen. 10 Siedler sind 10 Goldmünzen und finde ich super praktisch, denn das, was du dann hier reinstellst, fehlt dir wieder hier oben und das wird weiter produziert. Somit hast du ein paar Goldmünzen, ist nicht die Welt, ne, wirklich nicht. Und du produzierst halt immer weiter, immer weiter. Du hast keinen Stillstand. Stillstand ist das Ende eines jeden wirtschaftlichen Betriebes. Von dem her ist das immer ganz gut. Ne? Stellt euch vor, das wäre bei euch auf der Arbeit so. Ne? Leute, die rumlaufen und keine Arbeit haben, werden einfach gegen Geld eingetauscht. Das ist halt... Die werden irgendwo hingeschickt und ihr kriegt Geld dafür. Das ist wie bei einer Leiharbeitsfirma. Ne? Nur mit dem Unterschied, die kommen halt auch nicht wieder. Ihr seht die nie wieder, weil die sind weg. Ich weiß gar nicht, wohin die hier geschickt werden. Ach so, die wandern aus. Boah, das wäre cool. Im echten Leben, jetzt stellt euch vor, ihr arbeitet irgendwo und habt dann auch, es gibt ja die Leute, die haben so dieses Heimweh und ne, die fühlen sich total wohl zu Hause und auch in einem Land, in dem sie leben, an dem Ort und wie auch immer. Und dann gibt es Leute wie mich, ne, die so extremes Fernweh haben und die schon gar nicht in Urlaub fahren, weil sie jedes Mal wissen, ich komme vielleicht gar nicht wieder, weil es mir einfach so gut gefällt. Und ja, es ist so einfach heutzutage, es ist so einfach, denn Arbeit findest du überall. Und solange wie du jetzt nicht gerade Ziele suchst, in denen du ein gewisses Maß an Einkommen beziehungsweise einen finanziellen Vorschuss vorlegen kannst, es ist einfach. Von dem her, in meinem Fall wäre es halt kontraproduktiv, wenn ich in Urlaub fahren würde. Klingt immer so blöd, aber es ist einfach so. Natürlich kann ich auch an einen Ort kommen, wo ich sage, okay, leben würde ich hier nicht. Aber wer fährt schon dahin in den Urlaub? Man fährt ja immer dahin, wo man sich vorstellen könnte, halt auch wirklich theoretisch alt zu werden. Sehe ich zumindest so. Kann auch für andere Menschen natürlich völlig anders sein. Nichtsdestotrotz, ne, stellt euch jetzt mal vor, euer Betrieb hätte so dieses Verfahren hier. Ne? So, du bist mit deiner Arbeit fertig, es gibt auch nichts mehr. Vielleicht ist auch gerade so ein wirtschaftlicher Stopp drin in dem Bereich. Ne? Also, dass man halt sagt, was weiß ich, ne, bei uns gab es ein Sommerloch zum Beispiel, ist nicht viel passiert, gab es nicht viel, was zu tun war in der Hinsicht. Also für mich leider schon, aber für viele andere nicht. Und stellt euch vor, eure Firma finanziert euch das Auswandern. Ein Traum. Ein Traum. Also wenn meine Firma sagen würde, pass auf, Süße, wir haben jetzt aktuell hier gar nichts und könntest jemanden anlernen, dass wenn dann wieder was ist, der dann den Posten übernimmt und dafür darfst du jetzt zum Beispiel nach Portugal auswandern. Wir haben da ein kleines Grundstück für dich finanziert und wird auch gerade ein Häuschen draufgesetzt mit 3-4 Räumchen. Ein Konto haben wir dir auch voll gemacht, ne, damit du da unabhängig leben kannst und vielen Dank für deine Arbeit bisher. Wir freuen uns da total drüber und möchten dir halt mit der Geste unsere Dankbarkeit ausdrücken. Weil die hätten den Satz noch nicht mal zu Ende gesprochen. Ich hätte Koffer gepackt, ich wäre weg. Ich wäre einfach weg. Und nicht, weil ich nicht gerne arbeite, nicht, weil ich die Firma nicht mag, nicht, weil ich meine Kollegen nicht mag, sondern einfach, weil ich mir das sehr, sehr schön vorstelle, auszuwandern und irgendwo einfach komplett neu anzufangen. Niemand kennt dich, du bist unsichtbar, du bist... Ja, im Prinzip nicht wirklich existent, nur für dich selbst und für die Leute, mit denen du vielleicht familiär oder so zu tun hast. Gott, ich wäre sofort einer von diesen Siedlern hier. Ich wäre sofort einer. Das ist echt, also die Idee dahinter. Ne? Okay, ja, ich denke, niemand anderes denkt so darüber wie ich. Vor allem nicht in Bezug auf dieses Spiel oder diesen Hafen. Aber ich glaube, so vom Grundgedanken her, boah, stellt euch das mal vor. Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendjemand so ein Angebot ablehnen würde. Ne? Also außer euch gehört die Firma vielleicht dann, okay. Aber als einfacher, popliger Angestellter wäre das ja schon so ein Traumding. Ne? Wenn die Firma dir sagt, komm, Puppe, wir sind dir so dankbar dafür und du hast dir das verdient, einfach schon 20 Jahre früher in den Ruhestand zu gehen. Wir finanzieren dir den Rest deines Lebens inklusive, ja, wie gesagt, kleines Grundstück, vielleicht kleines Häuschen mit so 2, 3, 4 Räumchen und fertig. So, mega. Ja, also
Ja, DSO, gute Idee. Gute Idee. Versucht das mal so ein bisschen publik zu machen, gerade für die größeren wirtschaftlichen Unternehmen. Okay, ja, also ich bin nicht auf Druck, ich nehme auch keine Pilze oder irgendwas in der Art und Weise. Ich bin einfach nur begeistert, begeistert von dieser Idee und wollte das der Welt einmal kundtun, den ein, zwei Zuhörern, die jetzt noch geblieben sind und ich denke, okay, jetzt ist sie komplett durchgedreht. Ja, naja, gut. Wird niemals passieren. Sehr, sehr schade drum. Habe ich jetzt die Suche geschickt? Habe ich während meines. Oh, da, guckt euch das an. Und ihr kriegt ja sogar vom Betrieb, also ihr im Betrieb, die Leute, die dann mir dieses Leben ermöglichen würden, kriegt ja auch ein paar Münzen dafür. Ne? Also man sieht das. Das ist ja nicht so, dass ihr nur Ausgaben hättet. Ihr habt ja auch ein bisschen zurück. Falls jemand zuhört von ganz oben. Okay, ja, es ist sehr früh. Ne? Es ist 3:25 Uhr, Dienstag, der 17.09. Und ja, Philosophie, kann man das so nennen? Wir philosophieren? Oder wir drehen durch. Eins von beiden. Obwohl ich glaube, dass beides sehr eng beieinander liegen kann. Ja, gut, also. Es gibt über diese Insel nicht allzu viel zu sagen. Es gibt Fortschritte, natürlich wird es immer geben, aber aktuell ist in Hinsicht auf Leveln oder wie auch immer, ist einfach ein Stopp drin. Wir können nochmal die Quest durchgehen, dann seht ihr, es hat sich nicht viel verändert. Ne? Hier Kompendium, da müssen wir überall noch die Bücher reinpacken. Da, natürlich nach und nach wird sich da was verändern, weil ich ja auch die Bücher weiter produziere und natürlich auch einsetze. Das PvP-Ding haben wir immer noch nicht fertig. Das hätte ich eigentlich ganz gerne fertig. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Völlig übersehen. Völlig übersehen. Okay. Aber jetzt doch ein paar Punkte gemacht hier. Nicht schlecht. Das war's jetzt wieder. Ja, das war es jetzt wieder bis 49, also gefühlt 6 Jahre noch. So, jetzt haben wir einen Kodex geschenkt bekommen, der zählt leider nicht. Den müssen wir immer noch produzieren. Habe ich mich aber auch noch gar nicht dran gesetzt. Ich habe auch die Gebäude dafür noch nicht laufen lassen. Ich habe da in der Hinsicht noch gar nichts gemacht. Ich will erstmal alle anderen Sachen voll haben, bevor ich dann irgendwo weiter investiere. Immer schön der Reihe nach. Nö? Ja. Gut, ich werde jetzt versuchen, das hier ganz schnell fertigzustellen und hochzuladen, damit wenigstens mal so ein kleines Lebenszeichen kommt. Die Leute, die mich sehr lange schon verfolgen, auch auf meinem alten Kanal, wissen, dass ich immer mal so kleine Pausen dazwischen habe, weil es kommen die Zeiten, wie gesagt, Urlaub, habe ich mehr Zeit, kann ich natürlich auch mehr machen. Und ich mache es ja gerne. Also ich mache das jetzt nicht speziell für Zuschauer oder so, sondern einfach, weil ich das gerne mache. Und dann kommen halt wieder die Zeiten, wo ich auch sehr viel arbeiten muss und dann halt auch kaputt bin, wenn ich nach Hause komme. Da habe ich jetzt natürlich nicht so große Lust, hier zu sitzen, vorm Mikrofon und hier durch die Insel zu switchen. Nur ich hoffe, ich habe hier keine Epileptiker dazwischen, so wie ich die ganze Zeit hin und her renne. Es tut mir sehr leid, falls ihr gerade wildzuckend vor dem Monitor liegt. Ich hoffe, ihr akzeptiert meine Entschuldigung. Und nein, ich mache mich darüber nicht mal lustig, weil es wirklich, wirklich furchtbar ist, wenn Leute sehr sensibel reagieren auf ja, bestimmte Einflüsse, Reize, wie auch immer, das ist eine ganz, ganz furchtbare Sache. Also deshalb sollte man eigentlich nicht so da durchswitchen, wie ich das mache. Ne? Ist wirklich nicht gut. Und wie ihr seht, während ich rede, mache ich einfach weiter. Vorbildlich. Vorbildlich. So, reicht. Hier wird nicht mehr geswitcht. Wir gucken uns jetzt hier diese Ballons an. Nichtsdestotrotz genug geredet. Ich könnte jetzt noch tausend Dinge erzählen, die aber gar nichts mit dem Spiel zu tun haben, sondern einfach nur wieder Dinge, die mich übelst aufgeregt haben. Ich glaube einfach, das habe ich in der Vergangenheit sehr häufig gemacht. Und ich glaube, dass die meisten vielleicht sogar mitfühlen, aber dass es einfach auch niemand interessiert, der dieses Video sieht. Also in Bezug auf Siedlung. Ich habe mich schon wieder bewegt. Ich muss aufhören damit, ne? Ich müsste eigentlich die Batterien jedes Mal aus der Maus nehmen, wenn ich aufnehme. Das ist eine Katastrophe. Es tut mir wirklich leid. Okay, also ich wünsche euch jetzt erstmal, ja, eine schöne Woche. Ich weiß nicht, ob diese Woche noch mal irgendwas hochgeladen wird oder vielleicht gönne ich auch mal wieder von meinem alten Kanal. Da wollte ich ja die Videos langsam nach und nach mal runternehmen. Da bin ich wirklich faul. Ich habe da nie große Lust, dahin zu switchen und dann irgendwas runterzuladen, dann hier wieder hochzuladen. Da bin ich wirklich faul. Also es liegt nicht an Zeitmangel in der Hinsicht, das geht relativ fix.
sondern wirklich, wirklich Faulheit einfach. Richtige Faulheit. Auf höchstem Niveau, weil es kostet keine körperliche Kraft. Ne? Kostet es wirklich nicht. Also es ist halt einfach nur ein kleiner Moment Zeit und ja, die Tatsache, dass man dann zwischen den Accounts hin und her switchen muss. Nervig. Nervig und langweilig. Okay, also wie gesagt, ich wünsche euch eine super schöne Woche. Fühlt euch gedrückt, geknutscht und geknuddelt und passt auf euch auf, bleibt gesund. Und ja, switcht nicht so viel durch die Spiele durch. Das ist nicht gesund. Es ist nicht gesund. Nehmt euch ein Beispiel an mir. Wir haben jetzt schon 2 Minuten oder so Stillstand hier. Ne? Das ist gut. Okay, bis dann.